Hallöchen, willkommen zurück in den Shadowlands. Ja, im letzten Teil habe ich einen neuen Dungeon hier betreten und hier geht's auch direkt mal weiter. Ja, ich habe hier, glaube ich, eine Menge, guck mal hier, eine Menge Zeug aufgesammelt. Und ich glaube, ich fürchte, ja Leute, ich muss ein wenig aufräumen. Hier, das führt doch sonst zu nichts. Das ist hier eine ganz fürchterliche Unordnung. Und da muss ich echt mal ran. Ja, dann wollen wir nochmal schauen hier. Genau, was habe ich denn alles dabei? Guck mal, hier sind Tränke und ein Bogen. Ja gut, dass die Tränke hier sind, ist ja schon mal gut. Aber ich muss mal irgendwie die Bögen alle an einem Ort sammeln. Ja. Also, was haben wir hier? Futter. Futter können wir auch zu Futter tun. Lecker, so. Ja, und den Bogen, den behalte ich mal hier im Hinterkopf. Ich glaube, Askaroth hat die anderen Bögen, ne? Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich guck mal. Askaroth. Alte Scheiße, hey. Ja, hier, guck mal, du hast auch so viel Unrat dabei. Schauen wir mal. Essen. Einen ganzen Arsch voll Essen. Das freut mich sehr. Hier, diese mysteriösen Schlüssel. Genau. Ich glaube, da habe ich noch irgendwo einen einzelnen, ne? Ja, hier, guck, da sind die anderen Bögen. Und noch mehr zu futtern. Hatte ich hier noch in dem Futterpaket hier noch Platz? Ja, noch einen, aber ist egal. Das ist zu vernachlässigen. So, dann gib den Bogen mal an Askaroth. So. Dann kann ich den nämlich hier in die Bogenkiste tun. Da. Schawups. Da ist er drin. Und guck mal hier, so einen Trank hat er auch dabei. Was ist denn das hier überhaupt? Heals. Ah ja. Das ist schön. Finde ich gut. Und auch was zu trinken hat er auch. Ja, das könnte hier tatsächlich nötig sein, weil ich habe nämlich ganz schön Durst. Hunger nicht so, aber Durst. Ich hoffe, ich finde hier noch irgendwie eine Wasserquelle. Das wäre natürlich sehr hilfreich auch. Hier, den Bogen. Der kann auch hier. Der Bogen kann zu Askaroth. Jetzt habe ich hier. Wo habe ich die denn jetzt? Gottes Willen. Das ist eine fürchterliche Unordnung. Hey, guck mal. Ach komm. Hier, du brauchst eh gleich was zu essen. Oder spätestens am Ende dieser Folge. Ja, dann kann ich das auch erstmal draußen lassen. Alles klar, so. Weiter hier mit Snorrikor. Was haben wir denn hier alles? Fackeln. Eieiei, Fackeln. Ja, das ist gut. Was haben wir hier? Ah, noch ein von diesen Schlüsseln. Guck mal hier. Das machen wir so. Snorrikor hat ja die anderen Schlüssel. Dann gebe ich den Schlüssel auch mal an Askaroth hier. Askaroth meine ich, hat die anderen Schlüssel. Die passen dann zwar hier nicht mehr alle in die Truhe, aber dann sind sie alle an Ort und Stelle sozusagen. Warte mal, ich glaube, die Kiste, die kann ich dann auch hier lassen. Ja, das ist mir sonst zu viel Geraffel. Ne? Ja, finde ich auch. So, was haben wir hier? Genau, die Fackeln. Die werden auch langsam knapp, so wie es aussieht. Oh, und hier habe ich noch mehr Bögen. Eieieiei. Ja, scheiß die Wand an. Komm mal hier, dann kriegst du hier noch die Bögen. Oh Mann, guckt euch das an. Tja. Ja, Askaroth. Und Askaroth hat noch hier so ein Zauberbuch gefunden, ne? Im letzten Dungeon. Mit Zaubersprüchen, die ich nicht lesen kann. Das ist ganz klar etwas für Malok. Ja, Malok mit seinen ganzen Zauberbüchern. Ja, die muss ich auch mal aufräumen. Durch das an, ey, ist das ein Elend. Nee, Leute, wo soll das denn noch hinführen? Oh, das ist zu viel Zeug, echt, ey. Oh Mann, warte mal, gib mal hier die Münze an Snorrikor. Ich muss einfach hier mal ein bisschen aufräumen, das bringt nichts. So, hier ist noch Platz für einen Zauber. Packe ich den nach draußen und den hier rein. Dann ist das hier nämlich voll, das Zauberbuch. Schön.
Hier haben wir jetzt noch massig Platz. Wie sieht's hier aus? Das Zauberbuch ist auch voll. Das Zauberbuch ist nicht voll. Gut. Packen wir hier hin. Und das hier rein. Den Zauberspruch. Gut. Gut, gut. Was haben wir hier? Hallöchen. Ja, ist fast voll. Gut. Das Zauberbuch hier ist leer. Dann schmeiße ich das Ding hier nämlich weg. So. Gut. Snorrikor, das Zauberbuch mal an Malok geben. Du nimmst wieder eine Waffe zur Hand. Ja. Gut. Was haben wir denn da für Zauber? Ah, guck mal. Das Heil. Nee, Armor. Cool. Armor-Zauber. Das ist ja richtig cool. Mein? Was ist denn mein? Und Darkness. Darkness? Sonderbar. Ja, die sollte ich mal bei Gelegenheit auch ausprobieren. Das sind ja hochinteressante Zauber. Sehr interessant. Ja, guck mal hier, die ist fast leer, die Fackel. Da hole ich mir mal die magische Macht da raus. Okay, dann ja, dann gehe ich mal hier weiter, ne? Fackel in die Hand. Ja, die ist auch nicht mehr ganz voll, aber die reicht. Also, dann wollen wir mal sehen. Haha, so Attacke. Da liegt wieder eine Münze rum. Die kralle ich mir. Ja, ich wette, wenn die hier rumliegen, dann werden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch zu was Nütze sein. Ja. Ach, das war clever. Ich bin sowas von clever. Mensch, ich halt's nicht aus. Ach ja, halt. Mensch, hätte ich beinahe vergessen. Hier, meine vier Recken. Die haben zwar mächtig Durst, ich jetzt nicht, weil ich habe hier lecker ein Humpen Buttermilch. Lecker, nehme ich einfach Schlückchen. Mm. Moment, Pause. Ja, ja, wir wollen ja hier kein Licht verschenken und wir haben ja auch Durst und so, ne? Ah, nee, so viel Zeit muss sein. Okay, dann weiter. Weiter, Popeiter. Ja. Haben wir hier oben vielleicht noch einen Gegner, einen Feind, einen bösartigen, üblen? Oh, was ist das denn hier? Ach, eine Wasserquelle. Ist das herrlich. Schön. Ach, ist das schön. Mensch, das lübt ja hier wieder ganz ausgezeichnet. Also, Durst haben wir nicht mehr. Schlückchen. So, Malok kriegt das Fläschchen in die Hand. Kann er gleich wieder voll machen. Auch Schlückchen. Zack. Fläschchen in die Hand. Askarot, Schlückchen. Fläschchen in die Hand. Und Londri hat kein Fläschchen. Was ist das denn? Warum? Ach doch, doch, habe ich weggepackt, ne? Ich dachte schon. Das wäre ja ein Ding. Guck mal hier. Da hat das Fläschchen. So. Prösterchen. Und in die Hand. Damit. So. Ach, ist das schön. Mensch, ich bin. Das lübt ja wieder hier ganz ausgezeichnet. So, jetzt mache ich erstmal meine Fläschchen hier wieder alle voll. Ja. Ach. Wunderbar. Gut zu wissen, dass hier oben eine Wasserquelle ist. So, Fläschchen alle voll. Wunderbar. Wunderbar. Und Snorrikor, Axt. Askaröttchen, sein Bögen, Bogen. Londri. Ach, Londri. Die alte Scheiße. Die sollte ich mal ein bisschen öfter kämpfen lassen. Hier, den Londri. Guck mal hier, sein Schwert hat auch schon seine magische Macht so gut wie verloren. Das ist nicht gut. Pass auf, ich schmeiß das Ding weg. Das brauche ich nicht mehr. Wenn die magische Macht da raus ist, dann... Was soll denn der Quatsch? Pass auf, dann kriegst du hier von Snorrikor. Guck mal, der hat ganz viele Äxte am Start. Kriegst du von ihm eine Axt. Ne? Wie sieht die denn aus hier? Von der Macht hier. Ach, die ist auch nicht mehr so stark. Ah, aber gut, ein bisschen ist doch drin. Ja, gut, das muss reichen. Alles klar. So, Freunde, dann weiter. Da hinten war ja ein Hebel. Ein Hebel zum Umlegen. Ja, das macht man gemeinhin mit den Hebeln. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. So,
Nee. Ich spare mal ein bisschen mein Licht. Ne, hier ist ja die Tür. Und hier war auch irgendwo... Ach nee, das war... da waren die Schlangen drin, ne? Oder war das nicht hier? Nee, guck mal. Ah, da ist noch eine andere Tür. Und ein geheimer Raum. Hier war die Tür mit dem Hebel. Mensch, das ist hier aber auch dunkel. Hier war, guck mal hier. Da ist der Raum, wo die Schlangen drin sind. Ja, guckt euch das an. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Eine Schlange sehe ich, zwei Schlangen. Ich glaube, da waren noch mehr. Drei. Ja, drei Schlangen. Naja, das wird hart, denke ich. Weil Schlangen, ja, Schlangen sind gefährlich. Ich speichere jetzt hier erstmal ab. Also, safe. Okay. Ja. Dann, Licht. Ich brauche einfach Licht. Bringt ja alles nichts. Nee, Quatsch. Snorrikor, Malok. Malok ist der Belichtete. So. Alles klar. Dann zieh du mal den Hebel. Und? Ja, die Tür ist auf. Ist das schön. Was soll denn der Quatsch jetzt? Ach. Ach, verstehe. Es muss schneller gehen, ja? Ja, das ist ein guter Trick. Scheiß Trick. So. Und? Ne, nochmal. Los. Los, rein da. Rein, 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 rein. Alle Mann. Hui, geschafft. So. Jetzt sind wir alle drin. Wollen wir mal sehen, was hier los ist. Da ist eine Inschrift. Was sagt die denn? Was steht denn da an der Wand? Shadow on the wall. Nee, I think you've got company. Ach, wirklich? Ja, wenn du meinst. Wer weiß, was das heißen soll. Keine Ahnung. Oh, guck mal, was ist denn da? Oh nein. Das sind wahnsinnige Irre. Ja, pass auf. Die hau ich tot. Mit Schnorrikor. Los, Attacke. Hau ihn kaputt. Oh. Ja, gut, geschafft. Nee, halt, halt, halt. Lohendreh, haben wir ja gesagt. Der muss doch ein bisschen. Der muss ein bisschen kämpfen. Damit er ein wenig stärker wird. Der hat eine Münze ausgeschissen. Das finde ich gut. Lohendreh, komm hier. Da ist ein Gegner für dich. Und? Komm, komm. Ja, greif ihn an. Hau ihn tot. Das schaffst du schon. Hoffe ich. Yes, nein. Ja. Geschafft. Der hat auch eine Münze ausgeschissen. Ja, dann kralle ich mir die mal. Die Münzen. Wer brüllt denn da immer rum? Gold. Hey, Gold. Gold. Noch mehr Gold. Ich glaube, da liegt auch eine Münze. Münzen. Lauter Münzen. Nur für mich. Los, gib her. Die auch. So. Alles klärchen. Axt zur Hand. Mensch, jetzt bin ich ja wieder ganz schön flüssig. Allerdings verstopfen mir diese Mistmünzen auch meine ganzen Taschen. Naja. Oh, so wie das aus hier lachen. Noch mehr Münzen. Noch viel mehr Münzen. Oh, hier ist auch eine Inschrift, so wie es aussieht. Ach nee, das ist ein Schalter. Ein geheimer. Den ich im Licht gar nicht sehe, nur im Dunkeln. Boah, das ist ja zerfies. Was ist das? Na gut, dann drücke ich den mal. Den geheimen Schalter in der Wand. Okay. Irgendwas ist aufgegangen. Oder zu? Also hier jetzt nicht. Vielleicht hier oben? Ah, nee. Ah, wäre ja zu schön gewesen. Das ist wieder eine fiese Falle, wette ich. Ein ganz übler Trick. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Ach nee, guck mal hier. Die Wände sind gewichen. Schön. Ja gut, dann gucke ich mir erstmal hier. Hier müsste es dann zu den Schlangen gehen, nicht wahr? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann werde ich auf jeden Fall hier erstmal nochmal abspeichern. Safe. Okay.
Schön. Game saved. Ja, das sieht hier nach einem Rätsel aus. Sind das hier Löcher oder Schalter? Nee, Schalter. Gut. Und da sind die Schlangen. Warte mal, ich gucke mich hier erstmal ein bisschen genauer um. Das sind zwei Bodenkontakte. Und Schlangen. Ja. Ich glaube, Askaroth ist an der Reihe. Ja, mit Pfeil und Bogen. Ich glaube, das wäre das Gesündeste. Ich fürchte nämlich, dass entweder werde ich dann in die Schlangengrube da rein teleportiert oder eine Tür geht auf. Irgendwie sowas. Naja, gut. Malok kann seine Fackel erstmal wegschmeißen. Direkt Norikor am Kopf geschmissen. Naja, gut. Dann versuchen wir doch mal. Hier ist Norikor. Geht mal auf Schalter Nummer 1. Es passiert nichts. Malok auf Schalter 2. Es passiert wieder nichts. Das ist gar nicht gut. Schade. Askaroth, hast du eigentlich noch eine Fackel? Jo, hat er. Die auch nicht mehr voll ist. Beide sind nicht mehr. Och, das gibt's doch gar nicht. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Blöd. Ganz, ganz blöd. Was machen wir denn da? Wie sieht's mit Malok aus? Der hat noch zwei Fackeln. Auch so gut wie leer. Das ist... Ah, die ist noch fast voll. Ja, pass auf. Komm, dann... Malok und... Lohndri. Ich glaube, die beiden, die... Ja, mit den beiden ziehe ich mal los. Irgendwie komme ich, glaube ich, dass diese Schaltkontakte, die werden garantiert irgendwas ausgelöst haben. Ich muss nur gucken, was. Vielleicht da hinten in dem anderen Raum. Irgendwas wird das schon hier bewirkt haben. So, okay, Askaröttchen, du gehst mal hier auf den anderen Schalter. So, hier passiert nichts. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Ah, egal. Ich gucke das hier erstmal an. Ja, ihr beiden, ihr zieht mal hier weiter. So, was haben wir denn hier? Auch einen großen Raum. Ja, spannend auch. Mit einer geschlossenen Tür da oben. Habe ich schon gesehen. Gibt es denn hier auch irgendwie einen Schalter oder so? Nee, sieht nicht so aus. Feinde gibt es jetzt hier nicht. Ah, nee, guck mal, da ist irgendwas. Da ist was. Schalter oder Schlüssellöcher? Schlüssellöcher ohne Schlüssel. Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Hab ich etwas übersehen? Oder vielleicht muss ich mich mit allen Vieren auf die Schalter stellen. Das hatten wir ja schon mal, ne? Dass das Körpergewicht von einer Person nicht ausgereicht hat. Na komm, dann probieren wir das mal aus. Licht aus. Dann Malok auf den Schalter. Askaroth auch. Nee, passiert nichts. Snorikor. Ah. Oh nein. Oder. Ich hab's doch gewusst. Guck mal,
Die teleportieren die Schlangen aus der Grube raus. Boah, ist das fies. Ist das fies. Okay, dann nochmal hier laden. So, da muss ich schnell sein. Gott, oh Gott, das ist aber wirklich fies, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, pass auf, ich werfe mal hier so eine... Ah, die Fackel, die brennt nicht mehr lange. Ich schmeiß die mal hier hin. Noch brennt sie ja. So. Oh. Boah, ist das fies. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Pass auf. Snorikor. Ich versuche das mal hier genauso. Dann muss ich schnell sein. Also weglaufen am besten. Askarot. Die Fackel ist auch hinüber. Die war doch auch leer, ne? Ja. Beide Fackeln fast leer. Ach, ja komm, ich muss einfach schnell sein. Lohndri auch hier drauf. Und Malok. Hier drauf. Und dann muss ich jetzt schnell abhauen. Ja, weg hier. Weg, weg, schnell weg. Weg, weg, da ist er. Da ist er, die Schlange. Feuer? Die muss ich jetzt irgendwie hier wegklatschen. Die Mistviecher. Ach, ey. Das wird nicht einfach. Na. Na komm schon. Ach komm. Nee, da trifft sie nicht. Nee. Mit Bogen ist das schon mal nicht zu machen hier. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Weg hier. Vielleicht im Nahkampf. Na komm schon. Na komm. Na. Nein. Na komm. Nee, schafft er nicht. Das gibt's doch nicht. Der haut da ständig drauf und nichts passiert. Vielleicht mit, mit Magie vielleicht. Mal schauen hier. Hab ich noch ein bisschen Feuerball sauber? Ja, hier. Nicht ganz voll, aber immerhin. Versuche ich mal mit Magie. Wo sind sie? Die scheiß Mistschlangen. Diese verdammte Dunkelheit hier. Mensch, man sieht ja gar nichts. Wo sind sie, die Schlangen? Na? Wo ist er denn? Ah, da oben kommt sie. Feuer. Feuer. Nee. Funktioniert auch nicht. Na, das ist ja eine ganz witzige Sache hier. Oder soll ich versuchen, einfach die Schlangen hier rauszulocken, alle? Vielleicht werden auch irgendwann die Schlüssel da raus teleportiert. Tja. Ist das fies, ey. Boah, mein Gott. Storycore, komm. Hack die Schlange tot. Komm. Nee. Die Schlange hackt mich tot. Mensch, was soll denn dieser Quatsch? Mist, ey. Also nochmal. Laden. Oder pass auf. Ich habe vielleicht noch eine andere Idee. Ja, einfach schnell sein. Ne? Das wird alles da raus teleportiert. Und dann versuche ich einfach, den Schlangen auszuweichen. Hoffe ich mal, dass die Schlüssel auch da raus teleportiert werden. Oder kann ich hier... Nee. Nee. Nix. Dann los. Ja, da sind sie. Und was ist mit dem Schalter? Ja. Da kommen sie, die Schlangen. Okay. Die Schlangen sind draußen. Drei Stück sogar. Jetzt ist die Frage, kommen auch die Schlüssel? Ich
gucke mal eben, ob die vielleicht auch rausteleportiert. Ja, wurden auch rausteleportiert, so wie es aussieht. Und weil es so dunkel ist, sehe ich sie nicht. Tja, dann muss ich wohl mal Licht anmachen. Ja, pass auf. Pass auf, das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal gut hier. Wer hat denn noch ein paar Fackeln? Ich glaube, Snorrikor und Askarot, ne? In den Kisten oder so. Ja, guck mal. Eine Fackel. Ich brauche Licht. Ach, da ist so gut wie kein Licht mehr drin. Hier? Ja, die ist noch voll. Gut. Es werde Licht. Er fand den Schalter nicht. So, dann schnell die Schlüssel hier aufklauben. Wenn sie denn auch mitgekommen sind, ich hoffe. Ja, da ist einer. Malok, schnapp dir den. Ja, weg hier, weg hier. Oh nein, da ist der andere Schlüssel. Da liegt der andere. Los, weg hier. Boah, nicht beißen lassen. Nicht beißen lassen. Gut, jetzt weiß ich jedenfalls, der andere Schlüssel liegt auf dem anderen Teleporterfeld. Also kann das Licht aus. So, ich habe nämlich das Gefühl, dass die Schlangen sich davon anziehen lassen. So, hier ist der andere Schlüssel. Los, 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 schnell. Schnell, greif ihn dir. Ja, und weg hier. Weg, weg. Weg. Oh nein. Oh. Naja, hat beinahe funktioniert. Beinahe. Also nochmal. Ha, ich werde es schon schaffen. Ja, bestimmt. Ach, Moment, Herr. Ach, hier, Pause. Ein Schlucke Buttermilch. Die gibt Kraft. Ah, lecker. Oh. Eieiei. Ist das lecker. Okay, dann mal los. Warte mal, hier, Malok. Komm, die Fackel, die kannst du gleich mal wegschmeißen hier. Die ist eh gleich alle. Ja, Schnorriko hatte die Fackeln. Ja. Warte mal, war die noch zu gebrauchen? Ach doch, hier, guck mal. Die war auch noch zu gebrauchen. Ja gut, also, ich muss schnell sein. Schnell. Ja, und los. Attacke. Ja. Und die andere. Ja. Okay. So, die Viecher sind alle da. Die Schlüssel auch. Ich weiß nicht, ich hoffe. Es sind nur zwei Schlangen. Die dritte ist da noch oben drin. Die Schlüssel denn alle da? Ja, aber die Schlüssel sind alle da. Perfekt. So, hier ist ein Schlüssel. Nehmen. Und weg hier. Gut, dann ist der andere Schlüssel da oben. Auf der anderen Druckplatte. Das hoffe ich doch. Askarot? Ja, da ist er. Der andere Schlüssel. Ja, warte mal. Erstmal hier die Schlange ein bisschen weglocken hier. Gut, so, schnell dich dran hier und den Schlüssel schnappen, komm. Komm schon. Yes. Und weg hier. Oh nein, die Schlange kommt. Oh Gott. Weg hier, weg hier. Oh Mensch, kommt, Jungs. Oh, ey. Meine Güte. So, raus hier. Raus hier. Die Schlangen werden mir wohl nicht folgen, hoffe ich. Oh, gut, geschafft. Eieieiei. So, warte. Jetzt mache ich erstmal hier. Guck mal hier, was ich hier mache. Den Schlüssel weg. Den Schlüssel zu Askarot und Snorrikor macht jetzt erstmal nochmal Licht an. Mann. Und jetzt wird abgespeichert. Safe. So. Ja. Besser ist das. Oh Mann. So, jetzt aber. Ach, auf zu den Schlüssellöchern. Ja. Hier lang. Hier lang. Lalala. Ach ja, ist das schön. Und was erwartet mich in dem Raum? Ich hoffe, keine Schlangen. Von Schlangen habe ich echt so langsam die Schnauze voll. Aber echt jetzt.
Jo, der passt. Und das ist mit dem. Oh. Hallo? Hat da jemand geschrien? Gebrüllt? Oh, da ist ein Feind. Lohndri. Lohndri, komm. Zack ihn. Du musst ihn klein machen. Los, hau ihn. Ja. Hauen. Nochmal. Nochmal hauen. Yes. Hast du schön gemacht. Und noch einer. Noch einer. Guck mal. Hier. Auf ihn. Hau ihn kaputt. Yes. Los. Und nochmal. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, Lohndri hat jetzt auch demnächst mal einen Stufenaufstieg. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Ja, gut. Dann den nächsten Schlüssel. Kommen dann wieder noch so ein paar von denen an hier, von diesen Viechern. Nein. Doch, die Tür geht auf. Lohndri, komm. Oh ne, erst auf ihn. Der steht hier so doof. Komm hier. Und nochmal. Oh nein. Oh Mann. Och nee. Och Freunde, muss das denn sein? Ah, Mensch. Dann nochmal. Load. Na gut, ich weiß jetzt wenigstens, was hier passiert. Hier kriege ich nämlich ordentlich die Presse poliert. Ja, voll aufs Maul. Gut, also, warte mal hier. Lohndri, wie sieht das denn mit deiner Axt aus? Ja, siehst du, die ist nämlich nicht mehr ganz voll. Daran lag das. Ja, warte, ich gebe dir mal eine Waffe, mit der du ein bisschen besser zuhauen kannst. Was ist mit der hier? Na, wie sieht's aus? 48. Magic Force. Ja, damit sollte das doch gehen. Nicht wahr? Ich denke schon. Gut. Lohndri wird sie klein hacken. Ich bin mir sicher. So. Dann mal los. Schlüssel. Hier rein. Und Lohndri wird zum Hacker. Da ist er. Da kommen sie wieder angewackelt. Die miesen Schweine. Komm hier. Auf ihn. Hau ihn. Los. Und jetzt auf ihn. Los. Hauen. Aua. Aua, aua, aua. So, pass auf. Pass auf. Du kriegst jetzt erstmal ein Heilzauber. Verpasst von Malok. So, du hast doch davon einiges, oder? Ist das ein Heilungszauber? Nee, Armor. Was war das? Mein Darkness. Was auch immer das für ein Zauber ist. Ich habe keine Ahnung. Ist das hier so ein Heilungszauber? Nee, es ist Freeze. Freeze. Hey. Warte mal, was habe ich denn hier gemacht? Den Freeze-Zauber da rausgeholt. Das wollte ich doch gar nicht. Mensch, so. So ist richtig. So, ist hier ein Heal? Nein, auch mein. So, sonderbar. Heal. Guck mal hier. Heal-Zauber. Gut. Heal auf Lohndri. Okay, er ist fast vollständig geheilt. Sollte reichen für so eine olle Mumie da oder was auch immer das für ein Freak ist, für ein Verdammter. Warte mal, ich speichere erstmal ab hier. Save. Okay. So, Game saved. Dann der Schlüssel. Ab ins Loch. Lohndri ist dran. Lohndri, komm her. Hau ihn. Aua. Aua. Ah, ja, er hat's geschafft, aber hat doch ganz schön Federn lassen müssen. Ich, warte mal, was mache ich denn jetzt? Ach, du Scheiße, Mann. Lass ich den jetzt da stehen, oder? Warte mal, ich bin mir unschlüssig. Ich werde erstmal den Heilzauber hier wieder aufladen. So, und zwar fast auf volle Bulle. Ja, und dann Lohndri, komm, Lohndri. Du Halbtoter, du stellst dich mal hier hin. Du, Malok, stellst dich da hin. Und dann wirst du ihn nochmal heilen. Ja, fast, doch, vollständig geheilt. Und jetzt wird abgespeichert. Safe. Okay. So.
Ja, jetzt. Ach, jetzt wird Lodli wieder zuhauen. Mit seiner fürchterlichen Axt. Da ist er. Guck mal. Da unten. Da läuft er rum. Die Sausurge. Saupillemann-Arsch, du. Komm her. Du wirst leiden. Und zwar jetzt. Komm, hau ihn. Hau ihn kaputt. Ja. Nochmal. Yes. Boah, geschafft. Wunderbar. Wunderbar. So, warte mal. Snorikoas Fackel ist ausgegangen. Die kann ich auch dann wegschmeißen. Mensch, das Licht wird hier unten echt knapp. Das ist gar nicht schön. Warte mal, ich speichere erstmal ab. Hier, safe. Ich probiere mal diese Zauber aus. Die müssen ja irgendwie... Ich wüsste gern, was die bedeuten. Hier, diese seltsamen Zauber, die ich hier gefunden habe. Wo waren die noch? Hier, Darkness und sowas, ne? War das hier? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Hier, waren das die? Armor ist klar. Mein? Was ist denn mein? Und Darkness, ne? Ist hier. Darkness. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich probiere das mal aus. Feuer? Es passiert nichts. Und wenn ich das auf einen meiner Helden anwende? Passiert auch nichts. Das ist ja alles sonderbar. Sehr sonderbar. Naja, gut, dann laden. So, dann gibt es jetzt erstmal noch einen Schluck Buttermilch. Ja, lecker. Ja, die schmeckt übrigens kalt. Am besten auch. Ja. So, ja, weiter. Malok hat seinen Heal-Zauber verbraten. Den lade ich mal fix wieder auf. So. Fackel. Fackel. Der Fackelmann. Ja. Licht an. Halt. So, ich gehe erstmal hier rein. Und dann mache ich mal Licht an. Was haben wir denn da? Ah ja. Da ist eine Inschrift. Ich sehe es schon. Da, guck mal. Eine Inschrift. Was steht denn da drauf? Hallo. Guten Tag. Act like... Dank? Was? Bitte was? Da. Was denn für seltsame Rätsel hier unten? Ich weiß auch nicht, was das soll. Fürchterlich. Act like a Dank. Was soll das denn? Was soll das denn heißen? Naja, also irgendwas muss ja hier drin sein in dem Raum. Irgendwas. Vielleicht irgendwas übersehen hier? Ich weiß nicht. Irgendein Schalter vielleicht? Was zum Geier? Irgendwas ist passiert. Ist hier auch irgendwo ein Schalter? Das war doch ein... Mein Gott, was soll denn der Quatsch hier? Erstmal dran. Mal gucken. Vielleicht ist ja auch wieder irgendwo so eine Wand verschwunden oder so. Hier vielleicht? Nope. Ich meine, da unten ist ja, da kraucht ja noch irgendwas rum. Das habe ich gesehen hier. Da, guck mal. Im Dunkeln. Das ist so ein Anubis. Ein Wahnsinniger. Feuerschleuderner Irrer. Feuerballirrer, sozusagen. So, hier sind die Schlangen wieder. Vielleicht ist jetzt da unten irgendwo was aufgegangen. Ne, das ist hier... Mensch, das wird aber auch hier immer übler.
immer gefährlicher und komplizierter. Ja, ihr, die schreien wieder rum hier. Ach, ey, so ein Ärger. Nee, hat sich nichts geöffnet. Ach doch, guck mal, da unten. Ja, hier sind die Räume. Räume offen. Zwei offene Räume wieder, wie vorhin. Ja, warte, ich schmeiß das Ding erstmal weg hier. Laundry am Kopf geschmissen, ja, wie immer. Wunderbar. Einmal Licht an hier. Muss mal gucken, was hier los ist. Das ist ja echt spannend. So, okay. Da sind wir wieder. Da war ja noch so ein Anubis-Typ. Ja, ja, ich glaube, warte mal, ich speichere auf jeden Fall erstmal ab hier. Ja, hier wird gespeichert und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.